Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Mitfeiernde, Finsternis weichet, es strahlet hienieden. Es ist ein besonderes Weihnachtsfest, das brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Und vieles in den letzten Tagen macht uns Angst, sorgt uns, ist wirklich finster, manchmal auch in unseren Herzen. Und in diese Finsternis, in diese Sorge, in diese Angst, in diese Mutlosigkeit strahlt das göttliche Licht vom Himmel. Jesus Christus, das wahre Licht der Welt, will uns erleuchten. Dafür steht Weihnachten, das Fest der Hoffnung, des Friedens, das Fest des Lichtes, das uns hell machen will. Herr Jesus Christus, du Kind in der Krippe von Bethlehem, Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist das wahre Licht der Welt. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du willst auch uns hell machen. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende, auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Um es zu festigen und zu stützen, durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Ist uns der Heiland geboren, Christus der Herr. Singet dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Lande, singt dem Herrn, preist seinen Namen. Verkündet sein Heil von Tag zu Tag. Erzählt bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, bei allen Völkern von seinen Wundern. Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, es brause das Meer und seine Fülle. Es jauchze die Flur und was auf ihr wächst, jubeln sollen alle Bäume des Waldes, vor dem Herrn, wenn er kommt, um die Erde zu richten.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk erschaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Wort des lebendigen Gottes. Ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist uns der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden, den Menschen
seines Wohlgefallens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich weiß nicht, wie es Ihnen in diesen Tagen und in den Tagen des Advents ergangen ist, aber ich habe immer ein seltsames Gefühl gehabt, wenn ich den Leuten frohe, gesegnete, ja auch fröhliche Weihnachten gewünscht habe. Immer mit so einer Klausel: Wenn das unter diesen Bedingungen, unter diesen Schwierigkeiten, unter diesen Umständen möglich ist, frohe Weihnachten zu feiern. Denn alles ist irgendwie anders. Hätten Sie sich vorgestellt, einmal so Weihnachten feiern zu können? Sind das dann noch frohe, fröhliche Weihnachten? Schon die letzten Tage und Wochen, der Advent, war ja ein ganz anderer. Immer alles weniger bis gar nichts. Keine Weihnachtsmärkte. Wir konnten uns nicht mit Freunden abends zum Glühwein verabreden. Es gab keine weihnachtlichen Konzerte. Es gab keine Weihnachtsfeiern in Betrieb oder im Verein, was für uns ganz selbstverständlich gewesen ist. Wir konnten uns abends nicht zu gemütlichen Adventsabenden bei Freunden oder in der Familie treffen. Kaum noch, was den Advent, was diese Zeit auszeichnet. Und dann sollen wir jetzt frohe, fröhliche Weihnachten feiern. Wenn alles weniger wird, wenn immer alles einen Schritt zurückgeht, bis irgendwie gar nichts mehr da ist, was ist denn da noch Weihnachten? Gibt es dann Weihnachten? Oder anders gefragt: Was ist eigentlich Weihnachten? Was ist der Kern von Weihnachten? Weihnachten ist, dass Gott sich erfahrbar macht. Weihnachten bedeutet, wir können Gott erfahren. Aber wenn etwas unmöglich ist, liebe Schwestern und Brüder, dann ist es doch eigentlich Gott so zu schauen, Gott so zu sehen, wie er ist. Vieles ist uns Menschen möglich, vieles ist uns Menschen unmöglich, aber das Unmöglichste vom Unmöglichen, das ist Gott zu schauen, zu wissen, wie er eigentlich ist. Selbst wenn Sie von Ihrem Ehemann oder von Ihrer Ehefrau sagen: Ich weiß von ihr, ich weiß von ihm alles. Das stimmt doch eigentlich gar nicht. Den ganzen Menschen, den kennen wir nie in seiner Fülle. Wie soll das denn erst bei Gott sein? Deshalb geht Gott einen einzigartigen Weg. Paulus drückt das im Philipperbrief so aus: Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Und dann kommt es: Sein Leben war das eines Menschen. Um eine Ahnung von Gott zu haben, um eine Erfahrung mit ihm zu machen, muss er sich auf Augenhöhe mit uns begeben. Und davon ist das Weihnachtsevangelium, das jeder kennt und das wir gerade gehört haben, ein einzigartiges Zeugnis. Alles in diesem Weihnachtsevangelium zeigt: Gott macht sich im zentralen Geschehen der Menschheitsgeschichte alles zu eigen. Alles dient seiner Menschwerdung. Das beginnt schon damit, dass er den mächtigen Kaiser Augustus sozusagen unter dieses Kind zwängt, von dem Jesaja in der Lesung sagt, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern.
Denn der Befehl des Kaisers Augustus, jeder soll in seine Heimatstadt gehen und sich in Steuerlisten einzutragen, dieser Befehl des mächtigen Kaisers wird nur genutzt, damit Josef, der Vater Jesu, in die Stadt seiner Vorfahren geht, in die Stadt Davids geht, denn er stammt aus dem Geschlecht Davids. Dort musste der Messias geboren werden. Das ist Christus. Aber alles unterliegt diesem äußeren Befehl des Kaisers. Und so machen sich Maria und Josef auf. Dass sie in der Herberge, im Gasthaus, würden wir sagen, keinen Platz bekommen, das ist kein Zufall. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, sagt Johannes im Prolog. Aber selbst das Gasthaus ist noch zu groß. Sie legen das Kind in einem Stall, in eine Krippe, wie das Ärmste der armen Menschen. So liegt er dort. Er macht sich also ganz, ganz klein, wird ärmer als die Armen. Und die, die ihm zuerst begegnen, die Hirten auf dem Feld, selbst bitterarm, für die macht er sich noch ärmer. Warum? Damit sie ihn schauen können, damit sie ihn sehen können, damit sie die Herrlichkeit Gottes anschauen und anbeten können. Das ist also der Weg Gottes, um sich erfahrbar zu machen. Das ist also der Weg Gottes, um bei uns Menschen zu sein. Was bedeutet das für uns? Wenn wir stolz sind, wenn wir uns auf uns selber etwas einbilden, wenn der Wohlstand vielleicht uns so viel bedeutet, dann sind wir diejenigen, die verhindern, dass wir mit Gott auf Augenhöhe sein können. Dann erheben wir uns über ihn, aber er will ja bei uns sein. Weihnachten während der Corona-Pandemie. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Gott macht sich so klein, Gott erniedrigt sich so sehr, damit er bei uns sein kann, damit er uns nahe ist. Und er ist uns gerade an diesem Weihnachtsfest in einer ganz besonderen Weise nahe. Denn der ewige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der wirklich reich ist, der macht sich arm, um an unserer menschlichen Armut, wie sie auch aussieht, auch in der Krankheit, teilzuhaben. Gott ist uns nahe. Und wenn uns das an Weihnachten bewusst wird, dass wir an einen solchen Gott glauben, der uns so sehr liebt, dass er alles verlässt, um bei uns zu sein, dann können wir doch eigentlich nur noch sagen, frohe und gesegnete Weihnachten. Dann können wir wirklich fröhlichen Herzens dieses Fest feiern. Auch in diesem Jahr, wo alles weniger ist, wo so viel ausfällt, er fällt nicht aus, denn er ist Mensch geworden, um bei uns zu sein, damit wir ihn erfahren können, seine Liebe zu uns.
bekennen wir an diesem Weihnachtsfest das, was alle Christen auf dieser Erde verbindet, den Glauben. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Mit den Hirten machen wir uns auf den Weg zum Heiland und Retter, zum Tröster, Bruder und Freund, den Gott der Welt schenkt, und beten. Für alle Menschen, die gerade in dieser Zeit im Dunkel leben, kaum mehr Hoffnung haben, arm und krank sind, unter Einsamkeit leiden und sich nach Liebe und Hilfe sehnen. Für alle, die heute dankbar und glücklich in ihren Familien, mit guten Freunden, im Heim oder sozialen Einrichtungen frohen Herzens feiern können, dass du sie liebst und bei ihnen bist. Für alle, die die frohe Botschaft in Kirche und Schule, am Arbeitsplatz, aber auch in Lagern und Gefängnissen, unter Obdachlosen und Flüchtenden ermutigend verkünden. Für alle, die in den verschiedenen Religionen nach Gott suchen, ihren Glauben und ihre Weltverantwortung leben, dem Frieden dienen und sich nach mehr Menschlichkeit und weniger Grenzen sehnen. Für alle, die wir an diesem Weihnachtsfest vermissen, weil sie arbeiten müssen, Dienst haben, weit weg sind, weil Kontakt nicht möglich ist wegen der Pandemie oder auch weil Streit dies verhindern. Und wir beten für alle unsere lieben Verstorbenen.
Gott, deine Liebe bringt Licht in das Dunkel der Welt. Dein Sohn schenkt uns Lebensmut, Freude und Segen. So sei gepriesen in Ewigkeit. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, in dieser heiligen Nacht bringen wir dir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt,
damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Clemens und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz Josef und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Diesen weihnachtlichen Frieden wünsche ich Ihnen von Herzen. Thank you.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit geschaut.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich, gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir einst Anteil erhalten an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Mitfeiernde, in diesem Jahr müssen wir Weihnachten ganz anders feiern. Sehr viele von uns können nicht in die Kirche gehen und die Christmette miteinander feiern am Heiligen Abend. Viele können ihre Familien nicht sehen. Der Familienbesuch, das Fest der Familie, das gehörte immer ganz selbstverständlich zu Weihnachten dazu. Oder unsere Freunde. Eigentlich wollen wir ja die Veränderung haben. Eigentlich soll es ja nicht immer so sein, wie es jedes Jahr gewesen ist. Aber bei Weihnachten ist das anders. Weihnachten muss eigentlich so gefeiert werden, wie es in jedem Jahr gefeiert worden ist, weil es uns so lieb geworden ist und weil es so ein schönes und wichtiges Fest ist, das einfach zu Herzen geht. Eines bleibt bei allen Veränderungen das Grundsätzliche. Und das ist Gottes Liebe, die immer gleich ist zu uns Menschen. Und auch in diesem Jahr feiern wir dasselbe Geheimnis, wie wir es seit 2000 Jahren feiern. Die Menschwerdung Gottes. Auch jetzt im Corona-Jahr 2020. Und weil Gott uns so sehr liebt und weil das so ein wunderschönes und großes Fest ist, deshalb können wir auch jetzt sagen, mit ganzem Herzen, frohe und gesegnete
fröhliche Weihnachten. Den Segen Gottes, seines neugeborenen Sohnes, des Heiligen Geistes, diesen Segen lasst uns nun auf uns alle von Gott herabkommen. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diese Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.